Lufthansa setzt weiter relativ viel die 747-400 ein. Neues Kapitel bei Lufthansa und Ryanair im persönlichen Beef von Michael O'Leary. Und ja, Heinemann kein Lufthansa Miles & More Partner mehr. Ja, dann lass uns mal loslegen. Ja, Intro ab, geht los, ne? Auch an dieser Stelle ein Dank, dass ihr uns folgt, dass ihr uns abonniert habt. Aber die, die ihr uns noch nicht abonniert habt, tut es doch jetzt. Und vor allem vergesst nicht die Glocke, damit ihr auch pünktlich informiert werdet, wenn wir mit einer neuen Sendung online gehen. Ganz, ganz wichtig ist wie immer die Kommentarfunktion. Kommentiert unten und liked den Beitrag, damit wir das heilige Wort, was wir euch immer geben, weitertragen. Kann man das so sagen, Mario? Ach, das kann man durchaus so sehen und auch vor allen Dingen so sagen. Dann sagen wir es so. Das erste Thema, Philippine Airlines, A350, Lufthansa, drei Stichworte, ein Thema. Und zwar ganz einfach, die Lufthansa hat ja drei 50er von der Philippine Airlines übernommen und die erste hat schon das neue Farbenkleid bekommen und ist im Lufthansa-Kleidchen unterwegs. Aber das Interieur muss ja auch noch angepasst werden. Spannenderweise wird das ja auch an verschiedensten Standorten gemacht, da wo quasi Platz ist. Abu Dhabi war eine, ne Mario? Ja, das finde ich immer sehr witzig, dass die Flugzeuge dann durch, naja, Europa ist das ja nicht mehr, aber sozusagen durch die Welt geschickt werden, um sie entsprechend dann vorzubereiten. Sei es neue Lackierungen, sei es neues Interieur. Ja, was uns natürlich besonders interessiert, wie wird es sein mit einer vorübergehenden, dauerhaften, das weiß ja keiner, neuen Business Class dort, die man ja auch übernommen hat und dort nur die Farben oder die Farbgebung wechselt. Das dürfte wahrscheinlich noch viel interessanter sein, als wie die Maschine von außen aussieht. Denn das wird ja so sein wie alle anderen auch. Ja, eine Verbesserung, ganz wichtig. Absolut. Ja, dann gab es ja in, wo ist denn Almaty? Ist Kasachstan, ne? Kasachstan, ja. Da mussten welche zurückgeholt werden, eine Crew. Ja, willst du uns da mal erleuchten? Ja, ihr habt es ja alle mitbekommen. Dort herrscht, ja, kann man schon Bürgerkrieg sagen, also zumindest Ausnahmezustand. Der zivile Flugverkehr ist eingestellt und eine Lufthansa-Crew ist dort sozusagen gestrandet und diese hat man dann mit einem Sonderflug zurückgeholt. Ich glaube, es war eine A330, die dorthin geflogen ist und hat die Crew eingesammelt. Macht man ja, finde ich, mit guten Mitarbeitern, dass man sie nicht in Krisengebieten alleine lässt, sondern tatsächlich wieder in den Schoß des Unternehmens oder ins sichere Deutschland zumindest zurückholt. Insofern eine löbliche und sicherlich auch nötige Aktion. Ja, ganz genau. Also die Lufthansa kümmert sich ja um die Passagiere sehr, sehr gut, weil sie holt sie ja aus Krisengebieten raus. Deshalb sollte man das mit dem Personal natürlich logischerweise auch machen. Und es gab ja auch diesen berühmt-berüchtigten Flug, wo eine 747 nach Bangkok geflogen ist, um da gestrandete Mitarbeiter abzuholen. Das hat aber den Sinn und Zweck gehabt, dass viele Mitarbeiter nach Bangkok in Urlaub geflogen sind, aber dann irgendwie mit anderen Fluggesellschaften nicht mehr zurückgekommen sind. Das ist eine ganz andere Qualität. Ja, denke ich auch. Da in Kasachstan geht es ja scheinbar doch relativ hoch her. Und da ist es, denke ich, sehr gut, wenn man die Leute dort und die Mitarbeiter dort rausholt. Ja, ein weiteres Thema für Mitarbeitergewinnung, hätte ich fast gesagt, ist das Thema, dass man nur noch mit 2G bei Swiss arbeiten darf. Das ist ja bekannt. Bei Austrian war es auch auf der Langstrecke so, schon so. Jetzt hat man es ausgeweitet auf die Kurzstrecke. Das heißt also nur noch Lohn bei Genesen oder Geimpft. Ja. Das ist speziell, finde ich. Ja, speziell. Speziell, aber durchaus konsequent irgendwie. Ich finde schon, dass natürlich die Mitarbeiter der Service im weitesten Sinne mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Und spricht ja nichts dagegen, sich impfen zu lassen. Insofern alles gut.
Ich fand es spannend, dass Austrian sich ja sehr, sehr gebrüstet hat mit den Worten, wir brauchen den Quatsch nicht, den die Swiss macht. Das war jetzt mein Wort, Quatsch, weil man eine sehr hohe Impfquote hat. Aber da ist man wohl bei der Austrian etwas zu großmäulig, sagt man das in Österreich, großmäulig, großkopfert gewesen. Und, das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Mit dem Stammesdialekt da unten kenne ich nur einige Wörter, aber nicht alle. Ja, wobei das bei der Swiss ja auch schon zu Personalmangel geführt hat. Man sieht aber auch zum Beispiel bei der Lufthansa oder aber bei der Swiss auch, dass das wirklich ein Riesenproblem ist. Und da gehen wir ja auch zum nächsten Thema über. Das ist einfach, dass die Passagiere ja jetzt auf Flugstreichung vorbereitet worden sind von der Swiss. Damit ist die Swiss ja in guter Gesellschaft. Die Finnair hat es gemacht, andere Fluggesellschaften haben es gemacht. Also insofern, ja. Die Lufthansa hatte doch auch etliche Langstreckenflüge vor oder zwischen Weihnachten und Neujahr gestrichen, auch aufgrund dieser Krise, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich hatte das wieder verdrängt, weil da bin ich ja für kritisiert worden, dass ich den Leuten vorgeworfen hätte, sie würden das aus, also sie würden, wie hieß das nochmal, wenn man das mit Krankschreibung feiert macht, dann ist das, es gibt auch einen Fachbegriff dafür, ein Sick-Out, genau. Ein Sick-Out machen. Und das habe ich nicht gesagt, ich habe nur das in den Raum gestellt und es war ja auch spannenderweise nach Weihnachten, nach den Feiertagen die Quote geringer. Also insofern könnt ihr euch selber die Gedanken dazu machen, ne Mario? Ja, sollte man auf jeden Fall. Allerdings war dieses Phänomen ja durchaus nicht nur hier in Europa so, sondern auch jenseits des großen Teiches, als ich drüben war, gab es ja auch bei einigen amerikanischen Luftfahrtgesellschaften Ausfälle, in Richtung Langstrecke, in Richtung Europa. Ja, und wie gesagt, die Swiss bereitet halt vor. Und ich finde das eigentlich gut, dass sie das sagt, weil dann kann man ja sich darauf vorbereiten. Und die Zahlen sind natürlich explodierenderweise unterwegs. Deshalb würde ich da jetzt nichts unterstellen. Unterstellen muss man auch nichts bei der 747-400, die ja 20% der Operation von Lufthansa wuppt, was die 747-Operation angeht. Und ich finde, dass die, ich sag jetzt mal, alten Hobel noch so viel fliegen, ist schon überraschend. Weil wenn man sich die Ziele anguckt, es ist New York, es ist Gig, also Rio de Janeiro, Dubai, Delhi, Peking, Incheon ist ja Seoul. Und dann haben wir SHE. Was ist SHE? What the fuck ist SHE? Mario, weißt du das? SHE, was ist denn SHE? Schreibt es doch mal in den Kommentaren, aber wir kriegen es sicherlich vorher raus. Genau, also insofern SHE, wissen wir jetzt gerade nicht so, was es ist, aber da fliegen die 747-400 dahin. Ich habe die 747-400 ja geliebt, vor allem als sie die First Class oben hatte mit dem Bett und dem Sitz. Das war schon Trendsetter, bevor die Singapore Airlines das gemacht hat im 380er. Also, geiles Produkt. Bist du damit mal geflogen, Mario? Ja, bin ich mal nach, ich glaube Richtung Südamerika. Das war ziemlich cool. Übrigens, Shenyang ist SHE. Shenyang, da war ich noch nie. Insofern trotzdem Grüße, ich hätte das wissen müssen. Du übrigens auch, Mario. Ja, ich auch, aber bitte, also alle Flughäfen, SHE ist mir auch tatsächlich noch nie untergekommen, also mea culpa. Ja, aber die 747-400, also ich mag sie gerne, ich mag sie nur bei der Lufthansa in der jetzigen Konfiguration nicht so wirklich gerne, zumindest was die Business Class angeht. Die Dreierbestuhlung in der Mitte halte ich für eine echte Zumutung für eine Business Class. Aber also, oben ist schön. Oben ist wie ein Single Aisle. Oben ist wunderbar. Ist ja eine 2-2-Konfiguration oben. Aber unten 2-3-2. Also gut, wenn man als Familie fliegt in der Mitte, ist das ganz witzig. Aber wenn du alleine unterwegs bist und musst so oder so immer über einen rüber, das ist irgendwie schwierig, finde ich. Also da ist das bei der Strich-8er schon etwas besser. Da hast du ja bei beiden Probleme. Also einmal nach oben hast du Probleme, Treppe hoch und runter zu kommen. Und dann das andere ist, wenn du in der Mitte sitzt, bist du halt eingekesselt von deiner Frau und deiner Tochter. Ne? Also insofern. Ja, das ist schwierig. Es ist alles nicht einfach. Deswegen habe ich mir auch für den nächsten Flug mit der 747-400 den einzigen Einzelsitz in der Business Class reserviert.
Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Das nächste Thema an dieser Stelle ist Michael O'Leary, der, ja, sagen wir einfach mal so, derjenige, der mit Worten viel Publicity besorgt, der viel Werbung macht, nur indem er den Mund aufmacht für seine Fluggesellschaft und damit Kosten spart. So ist ja seine Strategie. Er macht sich über Lufthansa lustig und sagt, dass die Lufthansa Krokodilstränen über die Umwelt vergießen würde. Das ist so das Zitat, wenn man es übersetzt. Und da muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, schwierig, wenn man über die Umwelt Witze macht, weil die Umwelt zu schützen halte ich erstmal für ein gutes Ziel. Im Rahmen der Slot-Regelung kann man die Lufthansa verstehen, dass sie da der EU ein bisschen die Hammelbeine langzieht, weil sie sagen, das ist unfair. Ja, es gibt ja auch Streit. Die EU sagt wiederum, nee, ihr müsst gar nicht so viel fliegen. Es gibt auch Regelungen, die einzelnen Länder umsetzen können, um sozusagen die Slotbedienung prozentual noch weiter runterzusetzen. Die Lufthansa sagt, ja, aber die Länder setzen das nicht um. Wir sind gezwungen zu fliegen. Es ist meines Erachtens mal wieder so ein typisches Verwaltungskladderadatsch innerhalb der EU. Es gibt zwar Möglichkeiten, dass man die Slots halt nicht so oft anfliegt oder weniger anfliegt, aber wenn das tatsächlich einige Länder nicht umsetzen, diese Möglichkeiten der Regelung, ich kann das nicht beurteilen, welche Länder das tatsächlich machen oder nicht, dann ist die Lufthansa am Ende natürlich gezwungen, diese Flüge anzubieten. Aber O'Leary hat ja noch weiter gewettert und hat gesagt, nee, komm, verkauf doch einfach billige Tickets, damit du da durch die Gegend fliegst. Wir haben das ja auch schon mal angesprochen, ob das vielleicht eine Option wäre. Und ich meine, ist ja so eine kleine Intimfeindschaft, glaube ich, zwischen Carsten Spohr und O'Leary. Man frotzt sich ja gerne mal und pinkelt sich gerne mal ans Bein. Ja, schauen wir mal, wie es da so weitergeht, ne? Ja, und vor allem fand ich auch seinen Spruch sehr geil, wo er gesagt hat, dass die Lufthansa so wie der besoffene Onkel auf der Hochzeit ist. Und das sagt man, wenn man die Frankfurt Base aufgibt. Das finde ich schon sehr spannend. Er ist da sehr speziell mit seinen Aussagen. Ich finde es nicht. Also ich denke mal, die Wahrheit liegt in der Mitte und Mario hat das ja sehr schön erklärt, dass man auf der einen Seite natürlich die Flüge nicht machen möchte aus Umweltschutzgründen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, und das hatte ich an anderer Stelle auch schon gesagt, dass die Flüge für uns als Passagiere einen Sinn haben, und zwar deshalb, dass auch das Angebot da ist. Und die Lufthansa blockiert ja diese Slots. Nur komischerweise hat er die 4 Slots, ich glaube in Frankfurt waren es 4, ne? Ja. Die man übernehmen konnte, hat er ja nie bei der Lufthansa angefordert. Also insofern, weil sie die Staatshilfe in Anspruch genommen haben, hätten sie die Slots zurückgeben müssen. Haben sie aber nicht getan, weil keiner sich gemeldet hat bis jetzt. Also es gibt, glaube ich, bis nächstes Jahr nochmal die Zeit, sich zu melden. Und dann wäre der Käse in meinen Augen auch schon wieder gegessen. Also schauen wir mal, wer kommt und wer das dann macht, ne? Ja. Dann haben wir noch ein trauriges Thema. Die bei Heinemann eingekauft haben, und dazu zähle ich mich auch, weil ich mag nämlich die Gummibärchen in Flugzeugform. Ich weiß, sie sind teurer als die normalen Gummibärchen, aber es ist hübscher. So. In der Tat. Ja, die gekauft und schön Punkte eingesammelt bei Miles & More. Aber damit ist Schluss, ne? Ja, seit dem 1.1. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen. Das war ja auch eine sehr, sehr, sehr lange Partnerschaft. Insofern wundert es einen ein wenig, oder? Ich weiß nicht, was in den Herrn Heinemann gefahren ist. Also insofern, das Thema ist durch. Man kann allerdings noch die Meilen 6 Monate rückwirkend gut schreiben lassen. Das sollte man wissen. Und ich persönlich finde es schade. Jede Meile, die du halt nicht mitnehmen kannst, ist jede Meile verloren. Und die haben ja schon so ein Monopol. Als ich in Oslo war, war ja auch ein Heinemann Duty Free da. Da gab es allerdings keine Meilen von Lufthansa, habe ich das kontrolliert? Weiß ich jetzt gar nicht. Weil ich in Oslo nichts kaufe, weil es immer relativ teuer ist, wenn du überlegst. Man kauft den Alkohol ja in Stockholm und nicht in Oslo. Ja, generell, ich habe da auch des Öfteren mal gekauft. Es war halt immer schön, wenn man die Miles & More-Karte zücken konnte und dann noch ein paar zusätzliche Meilen generiert hat, ohne Frage.
Und im Gegensatz zu dir habe ich ja meist nie Gummibärchen gekauft, sondern harte immer Drogen. Werthaltige Dinge. Da musst du es jetzt in Klassiker bringen. Wo kriegst du für dein Geld 40%? Ne? Genau. Und mehr. War Heinemann am Flughafen, ja, genau. Die ich eine Flasche Whisky kaufe. Ja. Das war das Lufthansa Group Update am heiligen 13. Januar 2022. Gott sei Dank ist heute ein Donnerstag und kein Freitag. Viele hätten dann das als Unglück empfunden. Ich weiß nicht, Mama, hast du da irgendwelche Ambitionen? Nee, du bist ja evangelisch. Du machst so ein Anti, wie heißt das? Atheisten. Nicht Anti, sondern Atheistenquatsch nicht. So ist es. Aber trotzdem ist man am Freitag. Da bin ich wenig abergläubisch. Aber wenn am Freitag, dem 13. was passiert, was Schlechtes, kann man es ja immer auf Freitag, den 13. schieben. Ganz genau. Aber wir nehmen heute auch keine Entschuldigungen an, wenn ihr nicht den Kanal abonniert, die Glocke anmacht und vor allem ein Like bei für den Beitrag da lasst. Solange ihr schon, nein, wie lange? Jetzt kann ich noch nicht mal mehr Deutsch sprechen. Warte, ich trinke noch mal kurz schnell aus der Lufthansa-Tasse. Also, zumal ihr so lange geschaut habt, könnt ihr jetzt auch das Like da lassen. So ist der Satz richtig. Und ganz, ganz wichtig, einfach unten kommentieren. Wir müssen die Minuten schinden, das ist das Problem. Wir wollen ja an die 20-Minuten-Grenze ran immer mit unseren Beiträgen, ne Mario? Jawohl, aber wir wollen natürlich auch nicht zu viel schwafeln, sonst kriegen wir das wieder als Vorwurf. Dann lass uns einfach winken und Tschüss sagen, oder? Alles klar. Einen schönen Tag noch. Tschüss, bis demnächst. Tattoo Talleur, ich mach da mal aus. Hier, Tschüss, warte, Finish, hier, ja. Ende.